Da war ich Ja, nicht drauf vorbereitet. Grüß dich, mein Lieber. du hast die Farblehre doch wohl schon nicht vergessen, ey. Du weißt doch, Blau und Gelb ist hier Illuminaten, Rothschild, Judentum, Aber Demokraten, liberalen Power. Aber da stehe ich zu. Ich kann es mir leisten und du das auch. Und ich bisschen bin froh, Blau-Gelb habe ich auch. Bisschen, aber dass du Axel, was ist hier los beim FSN-Logo? Ist auch ein bisschen Blau-Gelb. ja, das ist vielleicht so die klare Kante in Richtung Volkslehrer, so nach dem Motto hier. Wir sind die Besten, wir haben als einzige Ahnung, du mit deiner Farblehre fahren Harz. Ne? Das traut der Patrick sich ja nicht so richtig zu sagen, wenn er auf gemeinsamen Veranstaltungen mit dem Volkslehrer auftritt. Aber man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können, glaube ich. Ne? Das machen wir heute, Axel. Ich bin durchs Internet gesurft. Sagt man das noch, surfen? Ich bin durchs Internet gesurft und der Algorithmus spülte mir mal wieder The Brain Patrick Schröder in die Timeline, in die Fenster rein. Und ich dachte mir so, Mindset? Patrick Schröder, The Brain aus Bayern, FSN TV, Angry Arians, nee, wie heißen die? Ansgar Arians. Ansgar Arian, hör mal Philipp, du bist Ansgar Arian, ja, irgendwas mit Ansgar ist hängen geblieben. Ansgar. Kultmarke. Arian, das kenne ich nämlich, das ist so ein weißer Drink, den man in türkischen Lokalitäten gerne trinkt. Ist Deswegen so. heißt das, glaube ich, so. Ne? Und wurde mir in die Timeline gestellt. Da habe ich gedacht, Mindset? Okay. Dann habe ich hab da wirklich reingeklickt und Axel hat mir versprochen, er hat das Video noch nicht gesehen. Ich hoffe, einige von euch haben das auch noch nicht gesehen. Denn es folgt eine Anleitung, wie man mit der sogenannten Mainstream-Presse umgeht, mit der Lügenpresse umgeht. Und da folgt ein wirklich fast freigesprochener Vortrag, also fast freigesprochen. Die 8 Minuten, würde ich sagen, sind vielleicht höchstens 7, 7,5 Minuten gescriptet und mit Zettel unterstützt. Begrüßung und Verabschiedung läuft fast fehlerfrei, einfach so aus dem Nichts. Wie viele Schnitte gibt es denn? Hast du da mal geguckt? Vielleicht macht er der Charlotte, alias der Nina, Konkurrenz und hat für diese 8 Minuten auch 57 Schnitte gebraucht. Ich habe so genau da nicht drauf geachtet. Wir werden es gleich ja im Detail sehen. Also ihr dürft wirklich gespannt sein. Dankeschön an die Mods, die mit dabei sind. Axel, Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön an alle, die hier mit dabei sind. Es ist wirklich eine Perle. Also es geht darum, wie überhaupt mit der Lügenpresse, mit Mainstream-Medien reden. Und wir gucken uns mal an, welchen Input der Patrick da für uns Darf ich hat. da ganz kurz noch mal für die Leute, die jetzt zuschauen, die so keine Ahnung von der Szene haben und sich Okay. denken, ja, jetzt so eine Handreichung, wie geht man mit Medien um? Sind ja schließlich politische Aktivisten, die wollen ja auch die Medien erreichen. Falsch gedacht. Also dieses Video wird wahrscheinlich in der Szene selber auch deswegen schon einen schweren Stand haben, weil viele eben nach dem Motto verfahren, mit der Presse spricht man nicht, der Lügenpresse auf die Fresse, wer da irgendwas zu sagen hat, läuft nicht, die Lügen sowieso. Ja, das hat man immer wieder erlebt, wenn Medienaktivisten wie auch der Sonny Kuja, der bekannt geworden ist durch diese ProSieben-Doku, rechtsradikal, in der auch die Lisa Di Centia aufgetreten ist, hat sich ja als Medienaktivist verstanden, hat ausführlich Interviews gegeben. Da ist er massiv für angegriffen worden. Ich bin damals zu meiner Zeit als jemand, der ja, liebreizendes Antlitz in jede Kamera gehalten hat, um Propaganda zu machen, auch dafür angegriffen worden. Also es ist nicht so, dass die gesamte Szene darauf wartet, wie gehen wir mit Medien um? Also viele machen einfach tatsächlich den hier in die Kamera und sagen, mit euch sprechen wir gar nicht erst, ne? Ja, was dann ja auch zu seiner Kritik kommt, wir haben es schon öfters gesehen, filmen Sie nicht in mein Gesicht, ja, dann werden die wildesten Dinge gesagt. Wir haben das gesehen, wie immer die Veranstalter dann schon die Augen rollen, wenn sie sehen, dass irgendein Ronny oder irgendein Peter irgendwo dann Richtung Kamera läuft und irgendwas dann rausholt. Danke, Dominik. Erst Aber kürzlich hatten wir das bei der AfD-Demo, wo wir Video drüber gemacht haben. Wer das noch nicht gesehen hat, einschalten, Leute. Aber da war es genauso bei dieser Partei, die sich immer darüber beklagt. Die Medien lassen uns nicht zu Wort kommen. Dann stehen da Teilnehmer und wollen mit den Medien sprechen und sofort schreiten Ordner ein. Mit denen reden wir nicht. Nicht mit denen. dann zur Einordnung, Patrick Schröder, auch Versandbetreiber, Produzent von Textilien und vertreibt auch CDs, klassischen Rechtsrock, ist NPD-Stellvertretender, NPD-Vorsitzender von Also, Bayern. genau, bayerischer stellvertretender Landesvorsitzender. Obwohl er eigentlich ja immer auch kundtut, dass Parteien eigentlich nichts mehr bringen, lässt er sich nicht nehmen, da trotzdem den Stellvertreterposten einzunehmen. Echt ein Altruist vor dem Herrn, der Mann. Also Respekt geht raus, ne, dass man so viel Scheiße findet und trotzdem diese Scheiße mitmacht. Ob es der Verkauf von den ja, als negativ gebrandmarkten Propagandamaterialien ist.
kann man trotzdem verkaufen, von den Doofen nimmt man trotzdem das Geld. Also da ist der Patrick echter Kapitalist, ne? Ich würde das Video laufen lassen. Schnallt euch an, Leute, los geht's. Die Presse, unsere Lieblingsfreunde. Wie soll man sich verhalten, wenn die ihren wunderbaren, andere haben Angst vor dem Lichtschwert, habt ihr Angst vor dem Mikrofonstick der Journalisten? Dann zeigen wir euch jetzt, wie ihr am besten darauf reagiert, bei Demos, bei Veranstaltungen. Und ja, herzlich willkommen damit zu einem neuen FSN Mindset. Ja, das Lichtschwert, also der Mann ist auch ein Wortakrobat, der wirklich uns beide in den Schatten stellt. Ne? Also wenn sie das Lichtschwert ausfahren, ja, unsere Lieblingsfreunde, ja, also ist ja auch schon eine große Auswahl neben Politikern, neben Migranten, neben Andersdenkenden, neben Homosexuellen, da hat er auch schön drüber referiert beim Ting der Titanen. Jetzt die Lieblingsfreunde, ne? Das ist ja schon für die Presse auch eine Auszeichnung, finde ich, wenn The Brain sie zu Lieblingsfreunden ernennt, ne? Ja, und auch, dass die anderen Angst davor haben, er ist dem natürlich gewachsen und die Aufträge bei Spiegel TV kann man sich auch angucken. Da ist auch, glaube ich, immer diese, ich glaube, da fehlt auch so eine Reflexionsebene. Ich bin mir gegenüber, das sage ich ganz ehrlich, immer sehr kritisch. Ich gucke meine Berichte, die ich auch produziere, nicht an, auch wenn Fernsehen. Ich bin immer mir gegenüber kritisch. Ich kann mich da nicht hinsetzen und sagen, das war gut oder sonst irgendwas. Aber da ist ja schon jemand, der von sich, glaube ich, so wie wir das aus der Ferne beurteilen können, sagt das, was ich... Das, was ich mache, das ist einfach, das ist genial. Ich habe hier den Weg, ich kann auch diese Szene reformieren, ich kann das alles, am liebsten wäre ich auch nur hier der Redner und alle anderen jetzt lernt mal was von mir. Das ist ja schon eine ganz schöne Selbsterhöhung, ne? Es ist ja kein Geheimnis, also ihr wisst ja, wenn ihr euch bei uns meldet, auch wenn ihr noch Teil der Szene seid, weil ihr Hilfe beim Ausstieg braucht, das bleibt alles unter uns, da geben wir nichts von Preis. Wir könnten ja ganz viel jetzt schon über den lieben Patrick erzählen, weil sich aus seinem Umfeld schon einige bei uns gemeldet und ein bisschen ausgekotzt haben. Und es ist deswegen nicht nur eine bloße Vermutung, sondern genau, auch von Leuten aus seinem Umfeld bestätigt, dass er jemand ist, der sehr, sehr eitel ist, der wirklich glaubt, er kann es besser, er braucht keine Hilfe, er ist der Erklärbär und alle anderen stehen auf jeden Fall zwei Stufen unter ihm und deswegen hat er halt auch diesen Auftrag, Mindset, richtiges Auftreten, Politikverständnis zu vermitteln. Das ist schon so ein bisschen Größenwahn sein Urgroßvater, glaube ich. Ne? Werden wir gleich zukommen. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebes FSN-Universum, zu einem neuen FSN-Mindset. Hat ja ganz lang gedauert. Endlich habe ich mal wieder Zeit gefunden an einem wunderschönen Herbstnachmittag, um euch mal wieder ja, ein paar Punkte mitzugeben, die vielleicht für euch ganz interessant sind. Ich habe sogar, das kommt bei mir echt ultra selten vor, mir sogar ein Skript gemacht, damit ich nichts vergesse von den ganzen wichtigen Sachen, die ich euch jetzt hier vermitteln wollen würde. Bitte notiere sich, Engel, die ganz wichtigen Dinge, die hier vor zu Papier gebracht worden sind, die Anleitungen für den Umgang mit Medien und Presse. Ich bin ein bisschen verwirrt, lieber Philipp, weil wenn er seine Referate beim Ting der Titanen gehalten hat, hat er immer Manuskript gehabt. Als er bei Spiegel TV aufgetreten ist, vor Jahren schon, um eben dann die NPD zu schulen, wie man richtig auftritt als hipper Rechtsextremist und nicht in die Fettnäpfchen tritt von klischeebehafteten Vorurteilen, hat er abgelesen. Also er liest recht häufig ab eigentlich, der gute Patrick. Ne? Also finde ich jetzt komisch, dass er sagt, das kommt eigentlich fast nie vor. Also weiß nicht, wann kommt das nicht vor? Wenn du einkaufen gehst, wenn du beim Postamt einen Brief aufgibst, hier in deinen Videos, bei deinen Vorträgen, kommst du eigentlich schlecht ohne irgendwelche Stichworte aus. Ne? Soll auch kein Werturteil sein, manche brauchen das halt, aber das dann so ostentativ darzustellen, ja, kommt bei mir ultra selten vor. Würde ich jetzt fast sagen, ist glatt gelogen. Ne? Axel, ja, du darfst aber nicht vergessen, inhaltlich, ich weiß, du erwartest jetzt ein inhaltliches Feuerwerk, ja, aber das ist, du bist ja schon schwere Kost gewöhnt beim Ting der Titanen. Ich freue mich jetzt schon, weil ich habe es ja schon gesehen, ich freue mich einfach schon, na gut, okay. Ich habe ein bisschen Angst, also, aber okay. Ja, also das ist aber Medien neu erfunden. Umgang mit Medien, da ist alles neu, neue Impulse, das ist mal ganz andere, neue Ansätze, Axel. Also wenn du da heute nichts mitnimmst, da kann ich auch nichts dafür. Dann hast du das Video nicht vielleicht mit der richtigen braunen Brille geguckt oder irgendwas. Also wie gesagt, schreibt gerne mit, welche wichtigen Punkte der Patrick hier zusammengetragen hat mit dem Umgang mit Mainstream-Medien, mit der sogenannten Lügenpresse-Angriff. Ja,
Die einen oder anderen werden sich erinnern, ich habe vor 4 Jahren schon mal ein ähnliches Video aufgenommen. Da ging es ums Verhalten vor der Presse allgemein, dass man eben nicht so rumpöbeln anfängt und so weiter und so fort, sondern dass man sich halt so verhält, wie es halt normale Menschen machen. Weil alles mit Kamera zuhalten und verpisst euch und so weiter und so fort halt nicht jetzt zwingend die idealen Bilder produziert. Entschuldigung, kurze Zwischenfrage. Wenn er sagt, er musste ein Video vor 4 Jahren schon aufnehmen, um den Leuten zu sagen, so benimmt man sich vor der Presse wie normale Menschen, heißt das doch im Umkehrschluss, dass seine Kameraden, seine Szene keine normalen Menschen sind, oder? Weil ich weiß ja nicht, die Grundeinstellung ist ja tatsächlich, man bleibt höflich, man bepöbelt niemanden, aber dass er das extra noch anmahnen muss und sagt, so wie normale Menschen, ja, ist ja schon auch eine klare Ansage auch irgendwo an die Szene, oder? Axel, das wird ja ganz, das ist, du triffst den Kernpunkt ja schon. Hier ist es ja sowieso, Mensch, verstellt euch doch einfach mal und seid nett. Ja, also. Genau, wir wollen halt, aber vor allem auch keine grundsätzliche Kritik, dass er sagt, so, boah, Leute, ihr benehmt euch wie eine offene Hose, das geht gar nicht. So sind wir nicht, so wollen wir nicht sein, sondern aus strategischen, taktischen Gründen benehmen wir uns jetzt so, um keine negativen Bilder zu produzieren. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, seid wieder ganz ihr selbst und pöbelt und seid Assis und vollkommen okay, ne? Genau so. Versucht doch einmal, wenn die Kamera da ist, einfach mal nett und sympathisch zu sein. Versucht's doch einfach mal, Kameraden. Ja, na gut. Dieses Video soll ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Es sollte anfänglich, ich habe nämlich eine Umfrage auf Telegram gemacht, dass ihr mir Fragen zuschickt, die Presse bei solchen Veranstaltungen gerne stellt. Da habe ich dann auch ein bisschen drüber nachgedacht. Es ist aber so gewesen, dass ich jetzt mich dazu entschlossen habe, nach einem längeren Nachdenkprozess das Video doch ein bisschen anders zu machen. Es wird jetzt nämlich hier nicht auf die... Entschuldigung, ganz... Völlig egal, was ihr wollt. Ich mache es jetzt einfach so, wie ich es für richtig halte, nach einem längeren Nachdenkprozess. Weil ich bin the brain, ich weiß es besser. Und ist aber auch schon geil. Also er als der erfahrene, schon seit Jahren gehandelte Medienexperte der Partei der rechtsextremen Szene, das neue Gesicht mit FSN-TV, der rechtsextremen Gegenkultur medial, ja, muss dann sich Fragen zuschicken lassen. Was könnte die Presse denn bei so Demonstrationen fragen, wenn sie da zugegen sind? Weißt du das nicht selber? Axel, und da kommen ja auch... Axel, die Fragen, die könnten wir beide uns hier in 5 Minuten rausschütteln, was da so kommt. Ja, warum sind sie pro Putin, warum sind sie rechts, warum sind sie gegen, warum sind sie Antisemit, was, ne? Naja, aber, und wir kriegen auf diese einzelnen Fragen, kriegen wir auch gleich Antworten, die der Patrick vorschlägt, was man da zu antworten hat. Hochgespannt. Ja, das darfst du sein. Das darfst du sein. Die einzelnen Fragen eingegangen, sondern es gibt jetzt eine allgemeingültige Erklärung mehr oder weniger, weil ich das für sinnvoller halte, als die einzelnen Fragen abzuhandeln. Warum das so ist, das erklären wir jetzt im Video. Sondern jetzt muss ich tatsächlich auf meinen Zettel schauen. Vorneweg die Ausgangslage, beziehungsweise die Vorgeschichte. Die Mainstream-Presse ist Feind. Ja, also es ist nicht so, da gibt es nichts zu beschönigen. Es will keiner, der ernsthaft im Widerstand aktiv ist oder irgendwelche Widerstandsakte vollzieht. Und wenn es eine Demo oder sonst was ist, es wird nie einen neutralen und objektiven Bericht in der Mainstream-Presse geben. Das muss, bevor das mal solche Überlegungen... Philipp, ja? Mal zwischengefragt. Also wenn das ja so das totalitäre Mindset ist, man sagt, das ist der absolute Feind. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist der Gegner. Die werden niemals objektiv über uns berichten. Warum muss er auf seinen Zettel schauen, um diese Ausgangslage, die er so total und immanent in seinem Schädel vorhanden ist, dann abzulesen? Also, weiß ich nicht, wenn ich einen totalen Gegner habe, ein totales Feindbild habe, dann muss ich mir das nicht aufschreiben. Und ist eigentlich so der erste Step, wo man sagt so, das ist der Gegner, weil. Ja, das ist in etwa so, als wenn man uns fragen würde, warum seid ihr heute gegen Extremismus? Dass wir sagen, ja, Moment, Entschuldigung, ich muss kurz mal auf die Website gucken, weil kann ich jetzt nicht so einfach sagen, ich mache zwar nichts anderes, als mich darüber zu beklagen, aber ja, tut mir leid, ich kann es nicht frei sprechen. Also schon mal großes Tennis, ja, aber ich hätte diesen Zettel gerne gesehen. Zum anderen muss man ja sagen, die Szene selber ist ja ständig dabei, aus der sogenannten Feindpresse, die niemals objektiv berichtet, ständig in Telegram-Gruppen, in ihren eigenen Kommunikationswegen Artikel zu reproduzieren, die in ihre Richtung gehen. Ja?
Also wenn jetzt irgendjemand im Spiegel, im Fokus, in der FAZ oder sonst irgendwie in ihre Richtung argumentiert, dass sie sagen, so, ja, das sagen wir auch, wir sind auch gegen Gendern, wir sind auch gegen offene Grenzen, wir sind auch gegen hier Bürgergeld, weil Arbeit soll sich lohnen für Deutsche und die Assis dürfen nicht bezahlt werden, dann wird das doch auch unkommentiert gepostet und hier, seht mal, die wissen es genauso wie wir, wir haben das immer schon gesagt. Was denn jetzt, wenn das alles gelogen ist und man niemals auf objektive Berichterstattung irgendwie hoffen kann, warum werden diese Artikel dann gerne reproduziert? Ja, ja, man muss natürlich auch dazu sagen, auch die Dinge, die vor der Kamera passieren, die sind ja auch dann gesagt worden. Ne? Also es ist, natürlich wird das dementsprechend das Material gesendet und die freuen sich über Material, das da entsteht. Ja, und es gibt, wir haben Reden von Thorsten Heise gesehen, vom Volkslehrer, von Dangel und sonst was. Das sind ja Dinge, die gesagt werden. Ja, es ist ja nicht so. Vor allem Philipp, Dinge, die gesagt werden, man könnte dann ja jetzt spitzfindig argumentieren und sagen, naja, die holen sich die zwei Hohlbirnen raus, die da am Rumpöbeln sind und 99% zeigen sie nicht, die sich kultiviert, vernünftig, sachlich, sympathisch geben. Aber er selber muss ja mehrere Videos aufnehmen und das ist ja eins seiner Themen als Steckenpferde auch in der Szene, den Leuten zu erklären, verhaltet euch doch endlich mal wie normale Menschen, pöbelt nicht, beschimpft nicht, seid nicht gewalttätig, tragt keine asozialen T-Shirt-Parolen vor euch rum, ne, das werden die Medien vermarkten. Also er spricht ja hier nicht über zwei Rosinen, die rausgepickt worden sind, er spricht ja hier über den Hefeteig, den Braun, mit dem er ständig zu tun hat. Und da muss man ja sagen, ist es halt einfach unlauter, mit dem Finger auf die Presse zu zeigen, weil ich sage immer, so eine Patrick-Schröder-Veranstaltung, so eine NPD-Demo, viele AfD-Treffen, die könnte man unkommentiert filmen und ja, ins Netz stellen, sie hätten dieselbe Wirkung. Da genau, braucht es gar kein bösartiges. Man muss ja manchmal schon das beste Material zusammensuchen. Man muss es sagen, natürlich kommt der Patrick da raus und das ist, kann man mit Sicherheit darüber diskutieren, wie viel politische Färbung bei einigen Journalisten mit drin ist. Da gab es auch eine Umfrage mal unter Volontären, ja, muss man sagen, ob das jetzt nun repräsentativ ist für das, was gesendet wird, ne, gab es da, glaube ich, da gab es dann irgendwie 50% gewählt oder 60% gewählt Grünen oder so. Ich halte schon eine ausgewogene Presse für sinnvoll, aber was wird erwartet? Dass jetzt über ein Interview von Patrick Schröder und 5000 Neonazis ein Thema, glaubt er da, dass dann eine konservative, eher konservativ angehauchte Zeitung dann berichten würde, ach toll, dass sich da 5000 Neonazis treffen? Also, Zum Thema Ausgewogenheit, Philipp. Ja, wir haben eine ausgewogene Presse. Ich bin auch mit der Gewichtung in einzelnen Presseorganen nicht einverstanden. Aber wir haben konservative Milieus. Eins der erfolgreichsten Formate ist Bild. Ja, Bild ist wirklich sehr rechtspopulistisch unterwegs, noch im demokratischen Rahmen, keine Frage. Auch das wird heiß und heftig diskutiert. Ist vielleicht auch mal ein Thema bei uns. Der Julian Reichel, der Ex-Chefredakteur der Bild, hat jetzt einen eigenen Kanal gegründet, wo er noch radikaler, noch extremer eben dann polarisiert. Ja, wir haben konservative Stimmen im Fokus. Wir haben konservative genau, aber, Stimmen im Fokus. Aber Axel, es wird, wir haben ja eine Ausgewogenheit. Genau, aber es geht ja darum, gefühlt, wir als Rechtsextremisten, wir werden von gar keiner Presse irgendwie positiv aufgegriffen. Ja, man ist am äußersten rechten Rand. Welche Darstellung habe ich denn erwartet mit unserer Kameradschaft oder sonst was, was wir gemacht haben, was wir getan haben, wen wir gehasst haben, wen wir angegriffen haben, wen wir herabgewürdigt haben? Was sollte man denn darüber berichten? Also, das ist doch, das ist doch Unfug, der muss sich doch auch die Bilder angucken, mit was für Menschen der sich ein Thema trifft. Welche 5000 Leute kommen denn da? Was soll dazu gesagt werden? Wir haben die NPD-Treffen gesehen, da ist ja auch von, da treffen sich alte Holocaust-Leugner zusammen und so weiter. Welche Berichterstattung wird da erhofft? Die Szene verwechselt halt Propaganda mit Wahrheit. Ja, und ich war damals auch ein Propagandist. Wir haben uns damals schon überlegt, auch Christian Worch, Thomas Wulff, wenn wir zusammengesessen haben, wie können wir Dinge besser verkaufen? Wir waren ja schon an PR interessiert, dass wir genau wussten, wir haben hier ungeheuerliche Forderungen. Ja? Alleine schon hier alle Ausländer raus, der Holocaust war eine Lüge, Hitler war eine Lichtgestalt. Das war uns ja klar, dass wir das den Leuten vermitteln, dass die sofort sagen, Leute, wer hat euch denn ins Gehirn gespuckt? Ja, und das wollten wir natürlich dann auch sanfter, ja, netter, freundlicher, verträglicher verkaufen. Das heißt, im Grunde wussten wir ja als Propagandisten schon, was für Ungeheuerlichkeiten, was für ein Extremismus wir da verbreitet. Ne? Aber uns hat der moralische Kompass gefehlt. Wir haben halt einfach gesagt, naja, wir raffen das, die anderen sind zu blöd. Damit die das aber raffen, müssen wir ihnen das verträtlich verkaufen. Und das versucht auch Patrick Schröder. Das, was jetzt hier verträglich...
werden wir sehen, wie darauf reagiert werden soll, auf die Fragen, die da dann kommen. Irgendwann anstellt, muss das klar sein. Das heißt nicht, dass jeder einzelne Reporter und jeder einzelne Journalist da jetzt der Einzelfeind ist, so ungefähr. Aber ihr kennt die Statistiken, roundabout, wie man so schön sagt, sind 80% der Leute, die bei ARD, ZDF, beim Spiegel und sonst wo drin hocken, Stern TV, sind eben linksgrün unterwegs. Und jeder weiß, wenn ihr euch das anschaut, wie Spiegel, Stern und Co. berichten, keiner braucht aus dieser Ecke mit Gnade und Objektivität rechnen. So, also, ich denke, er bezieht sich auf diese Umfrage. Ich habe es vorhin auch kurz gegoogelt. Ne? Da gibt es ganz unterschiedliche Erhebungen. Da gibt es teilweise Zahlen, was sehe ich, 2/3 haben SPD, Grüne gewählt, dann der Rest aufgeteilt auf FDP, CDU, CSU. Ist auch eine Sache, die immer wieder ein Friedrich Merz, glaube ich, auch bemängelt. Hat er auch letztens bei Markus Lanz bemängelt, als ich das geguckt habe. Ich bin kein Freund von Friedrich Merz, aber ich bemängel das auch. Also tatsächlich muss man auch sagen, nur weil man jetzt diesen totalitären Anspruch der Szene kritisiert und sagt, Leute, was labert ihr da? Natürlich haben wir eine diverse Presselandschaft. Ist es gerade im Öffentlich-Rechtlichen so, dass es da eine Schieflage gibt, meiner Ansicht nach, die nicht die Gesamtbevölkerung repräsentiert. Und das macht natürlich auch ein Tor offen für vermeintliche alternative Medien, und die Axel, dann Extreme agitieren und da so eine vermeintliche Abhilfe schaffen, aber ins genau gegenteilige Extrem. Axel, wo wäre auch die Frage an Patrick wäre ja auch hier, okay, links-grün ist Ihnen wahrscheinlich das reinkarnierte Böse, ja, also egal, wer sich dazugehörig fühlt und das wählt, ja, ist dann sowieso generell der Persona non grata. Aber was wäre denn jetzt, wenn es nach seiner Sicht halt in die andere Richtung wäre? Es wären jetzt, was weiß ich, 2/3 FDP, CDU und 1/3 SPD und Grüne. Da wird doch die Berichterstattung in eine Richtung von Rechtsextremisten würde doch überhaupt nichts verändern. Also das zu unterstellen, dass jetzt auf einmal ein Medium, das mehr CDU und FDP beeinflusst ist, dann ein Patrick Schröder und Ansgar Arian positiv darstellen würde, das ist doch ein Witz. Das kann man doch nicht ernsthaft ins Internet heulen. Er betreibt ja hier Propaganda. Ne? Es gibt halt ein totales Feindbild. Ne? Weißt du, bei CDU kann man bei Merz nochmal als Rechter mitgehen, bei der FDP, dass man sagt, ja, geht ja ähnlich in eine Richtung, wie wir auch aufgestellt sind. Aber links-grün ist halt das totale Feindbild. Gerade auch der Wutbürger, der Szene generell, was auch sehr komisch ist, muss man sagen. Weil es gab immer wieder auch Versuche, auch in der NPD zu sagen, naja, was die Grünen machen, ist ja vollkommen richtig. Das haben wir auch auf unsere Fahnen geschrieben. Wir sind auch grün. Umweltschutz ist Heimatschutz. Die Grünen waren erstmal keine linke Partei, bis sie von den K-Gruppen gekapert worden sind, Bündnis 90. Ja, es gibt auch viele Bestrebungen in der Szene, da haben wir ja auch schon Videos drüber gemacht, sich selber als Querfront offen zu generieren und zu sagen, ja, die Linken sind genauso gegen das System, gegen den Kapitalismus, gegen den Amerikanismus, gegen die gemeinsamen Feinde. Das sind potenzielle Bündnispartner. Viele sagen sogar als Nationalsozialisten, wir sind keine Rechten, wir sind keine Linken, in diese Kategorien lassen wir uns nicht mehr reinpressen. Das hat der Schröder ja auch schon öfters in Videos gesagt. Warum wird sich denn jetzt speziell über Linksgrün aufgeregt, wenn man selber auf der anderen Art und Weise versucht, dort anzudocken und zu sagen, wir sind ja auch grün. Naja, ja, so wie es gerade brauche, Axel, wie immer. So wie es gerade brauche, so wie es gerade in mein Thema jetzt gerade reinpasst. Und was interessiert mich das, was ich gestern gesagt habe. Ne? Aber gucken wir uns die Fragen mal an. Danke für deine Zeit, Axel. Das mal vorneweg. Wenn das anders wäre, könnte man natürlich jetzt sagen, ja klar, man kann ja über alles reden, man kann mit denen über alles reden. Man hat ja die Chance, da irgendwie einen Punkt zu setzen. Das wird aber natürlich nicht passieren. Und deshalb macht es auch wenig Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was man jetzt denen auf eine Frage antwortet, wenn es jetzt um irgendwelche Details geht oder um irgendwelche Argumentationsketten, sondern man muss wirklich eindeutig klar konstatieren, es wird keinen objektiven Bericht geben. Diese Leute sind nicht unsere coolen Kumpels und man kann da auch nichts dagegen machen. Und dann ist man eben auf der Ausgangslage, um das mal jetzt hier zu beginnen, das Thema. Man ist auf einer öffentlichen Veranstaltung, ihr wisst, eventuell steht der Wutwinter an oder ihr seid auf irgendeiner anderen Demo oder auf irgendeiner anderen Veranstaltung, je nachdem, wo ihr halt so unterwegs seid. Die muss natürlich öffentlich sein und die Presse muss am Start sein und dann kann es passieren. Deshalb auch das Video für Leute, die vielleicht außerhalb unserer Szene jetzt ein bisschen unterwegs sind, sondern eher so in diesem Corona-Widerstandslager von früher sind oder jetzt halt die Inflationsdemos führen, was weiß ich. Vor allem für diese Leute auch sehr interessant. Ja. Klärt also auch den anderen Widerstandsgruppen die Welt, auch für die Führer
der Inflationsdemo sehr interessant, was ich hier zu sagen habe. Das sind ja alles Blödköpfe, die haben alle keinen Plan. Ich bin so erfolgreich mit meiner Politik, dass ich seit 20 Jahren genau was erreicht habe? Gar nichts. Ne? Nix hast du erreicht. Selbst dein eigener Versand läuft nicht. Ja, aber ich erkläre die Welt und ich erkläre anderen Gruppen, wie sie das richtig zu machen haben. Dieses Selbstbewusstsein möchte ich wirklich haben. Also was The Brain hier da immer produziert, muss ich sagen. Habe ich schon mal gesagt. Das Selbstbewusstsein. Geil. Und wir werden gleich hier kommen, weil wie er dann da reinkommt. Es ist ja, wir dürfen nicht vergessen, wir haben von dem Video schon 4 Minuten abgespielt. Was hast du bis jetzt mitgenommen inhaltlich? Presse-Scheiße. Dass er weiß, wie es läuft, dass die Presse ziemlich kacke ist, aber dass er auch ein ziemlicher Heuchler ist bei der Zusammenstellung seiner Themen. Axel! Ich hätte aber eine Sache hätte ich noch. Ja, ich auch. Da ging er so drüber hinweg, weil er so sagte von wegen, ja, wir können ja gar nichts dagegen tun, dass die mit uns nicht spielen wollen. Doch, du kannst dich ändern. Wenn ich mich scheiße verhalte, wenn ich Blödsinn von mir gebe, wenn ich Leuten ständig vor den Kopf stoße oder sage, dich mag ich nicht, dich hasse ich, dich sehe ich als Feind, dann kann ich in mich gehen, Empathie entwickeln und mir selber mal die Frage stellen, ha, vielleicht reagieren die auch auf mich so, weil ich einfach ein dämlicher Kotzbrocken bin. Warum müssen immer die anderen schuld sein? Schau ja, das ist ja, aber damit kennen wir uns aus mit dem Rumopfern, ne? Das ist ja hier natürlich auch, der hat Schuld, Presse hat Schuld, alle anderen, die Kameraden haben Schuld, die können sich nicht richtig benehmen, die auf den Demos sind doof, wenn ich mal Führer wäre, ne? Wir haben ja hier auch gerade ein passendes Standbild und ich muss dazu sagen, aber Axel, ich werde des Öfteren mal angefragt, auch von Schulen, von Studenten und so weiter, kurze inhaltliche Videos zu machen. Ich kann auch sehr lange reden, bei meinen Vorträgen bin ich auch ein, ich kann ausschweifen und das mag ich auch. Ich kann aber auch einen Punkt machen, wir müssen jetzt mal sagen, und das frage ich auch mal die Community im Chat, was haben wir bis jetzt in den 4 Minuten an Input bekommen, außer linksgrüne Journalisten sind böse zu uns. Das ist ein Mindset-Video, Axel. Das ist doch einfach mal, hat der nicht mal ein Mindset-Video gesehen, wie Leute bei Instagram in einer Minute was runterrattern, was dir den ganzen Tag zumindest was mitgeben kann, wo du mal nachdenken kann. Das bis jetzt ist doch, das ist nichts. Gar nichts, aber wirklich gar nichts. Mach's aber die Hälfte des Videos haben wir schon geschafft. Ich bin echt, also der Erkenntnisgewinn war wie erwartet enorm niedrig. Es kommt, der Mikrofonstick wird gezogen vom ZDF-Reporter, jetzt beispielsweise Kontraste oder sonstiges, und ihr werdet eben etwas gefragt. Das kann passieren und ich kenne das sowohl aus unserer Szene als auch bei ganz Normalbürger-Demonstranten, nenne ich es mal, dass dann das blanke Entsetzen am Start ist bei den einzelnen Leuten. Eine völlige Planlosigkeit, einigen sieht man die Doofheit im Gesicht schon stehen an. Hier wieder über seine Kameraden und seine Zuschauer referiert, ne? Also den sieht man die Doofheit schon an. Schade, dass ich nicht da war. Bei mir sieht man halt The Brain aus jeder Pore kommen. Also das ist auch schon sehr bezeichnend. Ja, und alle haben Angst vor diesem, vor Kontraste, vor dem Mikrostick, vor dem Lichtschwert, haben alle Angst und schon der blanke. Ich sag, das sind Kämpfer für Führer, Volk und Vaterland, Axel. Und dann schlägt man diese neue nationalsozialistische Revolution nieder mit Mikrofon. Vor allem, letztlich bezieht es ja nicht nur auf seine Szene, er versucht ja hier einen Anknüpfungspunkt zu schaffen. Wir sind auch nicht anderen als die Allgemeinbevölkerung, die schweigende Mehrheit, deren Interessen wir ja vermeintlich vertreten wollen. Ich habe im Medienbereich sehr viel mitbekommen, ja, auch bei Straßenumfragen, auch bei politischen Infoständen, wo man dann Interviews geführt hat, ja, mit Leuten, wo man hingeht und sagt von wegen hier, was sagen Sie zu diesem Thema, was sagen Sie da und dazu. Da ist selten so, dass blankes Entsetzen in die Gesichter tritt, sondern die meisten sagen dann, habe ich keine Meinung zu oder möchte jetzt nichts sagen, gehen weiter, weil sie keinen Bock drauf haben und viele sind auch wirklich froh, dass sie gehört werden. Ja, also ich weiß nicht, woher er es nimmt, dass bei normalen bürgerlichen Demos, also seine normalen bürgerlichen Demos, werden wahrscheinlich auch die rechtsradikalen, rechtsextremen Demos von irgendwelchen Wutwinter-Apologeten sein. Normale Bürger, normale Menschen da draußen, wenn die ein Mikrofon vors Gesicht behalten bekommen, kriegen die keine blanke Panik. Muss man einfach so sagen. Und das ist natürlich dann eine ganz einfache Nummer für die Presse. Und es ist halt so, wie es ist. Ich will es ja auch nicht beschönigen, das ist ja nicht meine Aufgabe. Dass wahrscheinlich 90% der Leute da völlig damit überfordert sind, sobald der Pressetyp irgendeine Frage stellt. Weil eben die meisten eben nicht in der Lage sind, das eigene Weltbild irgendwie cool und witzig darzustellen, schlagfertig zu sein. Vor allem, wenn es spontan ist, wenn man sich nicht vorbereiten kann.
So wie du mit deinem Zettel, wo du selbst die Grundlage, die Beschimpfung der Medien ablesen musst, weil du dir das nicht merken konntest. Und 90% seiner eigenen Szene ist nicht in der Lage, als politische Weltanschauungskrieger, Träger einer die Welt befreienden Ideologie, diese in wenigen Sätzen der Presse mitzugeben. 90% kann das nicht. Das ist ja die hier wirklich eingesprochene totale Bankrotterklärung deiner Szene. Ne? Also, Alter, wie kann der sowas raushauen? Aber Axel, ich meine, wir haben ja schon ein Referat mal gesehen, wo es um die Verweichlichung der Gesellschaft geht, ne? Die Missstände von... Verschwulung, Philipp, Verweichlichung, Verschwulung. Ja? Homosexualität hat den Türöffner aufgestoßen für die Degeneration der Gesamtgesellschaft. Ja? Sind halt nicht alle so cool, schlagfertig, intelligent und können so wunderbar fehlerfrei vom Blatt ablesen wie unser The Brain hier. Ne? Und gerade, ich muss dazu leider sagen, also ich möchte es hier auch nochmal sagen, lieber Patrick, auch wenn du das hier guckst, nein, keiner von Axel möchte sich nicht mit dir kloppen und ich auch nicht. Wir wollen nicht herausgefordert werden zu einem Kampf, haben wir keinen Bock drauf und so weiter. Auch du hast ein Recht auf Veränderung. Wir wissen ja ein bisschen, was da bei dir los ist. Es ist immer möglich, sich zu verändern. Es gibt da neue Möglichkeiten. Ja, wir begreifen das ja auch. Auch du hast ein Recht auf Veränderung. Geh raus, lass dein Weltbild überarbeiten. Auch in Bayern gibt es staatliche Ausstiegsprogramme oder sonst irgendwas, die dir da helfen können. Das mit Sicherheit. Ich bleibe einfach dabei, es ist bis jetzt, weil ich habe es ja vorhin geguckt und wir kommen jetzt wirklich gleich erst zu den Fragen, das ist bis jetzt, was von diesem Zettel ist das ist hier ein kurzes Mindset-Video, was seit Wochen oder Monaten habe ich es nicht geschafft, ein Mindset-Video rauszuhauen und das ist entstanden aus der Telegram-Gruppe und das wurde dann hier reingestellt und jetzt kommen wir gleich zum Kern der Sache, aber bitte erwartet nicht zu viel. Axel, ich warne vor, Triggerwarnung. Falls kleine Kinder oder Jugendliche in der Nähe sind, bitte bringt sie aus dem Raum raus, denn jetzt wird es gleich richtig cringe. Tricky, richtig tricky. Und das Ziel müsste ja eigentlich sein, dass wenn sowas stattfindet, dass man eben eine coole, schlagfertige Antwort eben gibt, wo dann eben die Zuschauer sagen, ey, der Typ ist cool. Ja, warte, tut mir leid, das ist auch so, das ist, da merkt man einfach, dass er auch keinen Kontakt mehr zu normalen Menschen hat, weil wenn ich jetzt zu Jordan holen würde als Zwölfjähriger, der Typ ist cool, ja, da würde der sagen, ob ich irgendwie die falsche Tablette genommen habe. Ja. Ja, aber das ist das Problem. So war ich damals auch drauf, weißt du, wie es bei dir war in meiner Zeit als Szenegänger. Ich war ein absoluter Kotzbrocken, ich war ein zynisches Arschloch, kann man nicht anders sagen. Ich habe mich aber selber für den allergeilsten und für den allerproduktivsten, witzigsten, charismatischsten Obertypen gehalten. Und wenn ich heute die Sachen angucke, denke ich mir auch so, Alter, was für eine Wurst war. Ach, Axel, du bist ein cooler Typ. Ich kann nicht mehr. Wo ich das vorhin gesehen habe, ich habe beinahe meinen Kaffee ausgepustet. Letztlich aber so denken Extremisten. Der denkt ja tatsächlich, er hat die Weisheit mit Schaufelbaggern gefressen, er ist der Coolste, er kann das alles, er durchblickt das alles, er ist besser als die 90% aller anderen, er kann erklären, wohin der Weg führt. Das ist ja schon pathologisch, muss man hier sagen. Also, der macht das ja nicht erst seit ein, zwei Jahren, der macht das ja schon sehr lange und hat ja nichts daran geändert. Aber jeder politisch aktive Mensch würde ja so nach 10, 20 Jahren eine Bestandsaufnahme vornehmen, würde sagen, okay, das habe ich verbreitet, das habe ich verkaufen wollen, was habe ich errungen? Und er schafft es ja noch nicht mal irgendwie zum Ortsbeisitzer in seinem Kuhkaff gewählt zu werden, weil keiner auf diese Scheiße Bock hat, weil die Leute ihn eben nicht cool, witzig, intelligent oder politisch gebildet finden. Aber anstatt sich dann zu fragen, Alter, vielleicht liegt es an mir, sind natürlich wieder alle anderen. Also, falls jemand Lust und Zeit hat, nach diesem Stream oder bei FSN raufzugehen und einfach schreiben, hey, super cool, ja, ja, und auch diese Vorstellung, Axel, ist es ja, okay, ich werde gefilmt, da kommt ein Team, egal von welcher Produktionsfirma, die wird da hingeschickt oder Steuerung F, weißt du ja, na, bin ich Fanfrauen und so weiter. Und die kommen dann hin und dann kommt so ein super cooler Spruch von Patrick Schröder, wo im Hintergrund 3000 Nazis stehen. Ich weiß nicht, ob dann jemand dann sagt, ja nee, cool, geil. Es gibt ja einen so einen Beitrag von ihm, wo er gefragt wird, weil er halt diese HKNZ ist ja dann Synonym für Hakenkreuz verkaufen. Mhm. Ja, wir sind alle Fans von Hakan Nesser, was soll das sonst heißen? Wo ich mir denke, warum bist du nicht einfach mal ehrlich? Ja?
Warum bist du nicht ehrlich? Du willst diesen Schrott verkaufen. Warum stellst du dich nicht hin und sagst, ja klar, steht für Hakenkreuz, wir sind Nationalsozialisten. Warum wird dann so ein Mimikrie gemacht, wo er dann Leute auf eine falsche Fährte lockt? Weil selbst wenn das einer sieht, muss er ja wissen, das heißt Hakenkreuz, weil sonst kann er es nicht lustig finden. Aber die normal durchschnittlichen, wie gesagt, setzen Jordan dahin, zeigt ihm nur diesen Ausschnitt, der würde das ja glauben. Der hätte ja gar keinen Bezug dazu, der würde sagen, ja, Hakan Nessar findet jetzt gut ja. Und so what. Es ist weder originell, es ist weder witzig, es ist weder PR-erfolgreich, aber sehen die das nicht selber? Also er muss jetzt... Das frage ich mich ja immer, Axel, auch bei diesem Mindset-Video, hat der Patrick niemanden mehr in seinem Umfeld, wo du sagst, Digga, guck dir mal diese 8 Minuten bitte an und sag mal, war ich da auf den Punkt, passt das alles? Entweder du hast da nur Leute um dich herum, wie ich es auch mal eine Zeit lang hatte, Kriecher... Die hat er, Philipp, diese Leute gibt es, aber wer es wagt, ihn zu kritisieren, der wird mit ewigem Groll bestraft. Ja? Also der Patrick, der ist fernab jeder Kritik, der weiß das einfach besser und der macht sich so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, die Realität, wie sie ihm gefällt. Weil ganz ehrlich, wenn ich mich damals hingestellt hätte, ich habe ja auch irgendwann angefangen in meiner Rolle als der Neonazi-Einpeitscher zu zweifeln. Und was habe ich gemacht? Ich habe die Termine abgesagt. Ich bin nicht mehr auf Demos gefahren. Aber in dem Augenblick, wo ich mich hingestellt hätte und so ehrlich zu mir selber gewesen wäre und den Leuten gesagt hätte, 90% von euch haben keine Ahnung, sind zu blöd, in 3 Sätzen zu erklären, ja. Wofür wir heute hier sind. Dann ist es eigentlich schon beendet, dann, das ist der Anfang vom Ende. Hätte ich doch direkt sagen können, Mic drop, ich bin jetzt weg. Ne? Ich habe es ja noch versucht, diese Erkenntnis dann wirklich mir schön zu reden oder gedacht, Alter, du bist jetzt zu schwach, du kriegst das nicht hin. Und ne? Aber er hat das erkannt und da muss man sagen, Respekt, dass er da so ehrlich ist in dieser Hinsicht, hat aber nicht die Eier, daraus die Konsequenz zu ziehen. Axel, es tut mir leid, ich muss das... Hau einfach ab, lass diese 90% hinter dir, lass es einfach sein. Leb ein normales Leben, gründe eine Familie, geh in deinen neuen Job auf, den du gefunden hast, ja, tritt den Versandhandel in die Tonne, dann hast du auch keine Probleme mit der Steuer mehr. Leb einfach ein normales Leben, hab auch deine Meinung, aber lass doch einfach diesen ganzen Scheiß hinter dir. Das wäre besser für dich und für alle anderen. So einfach, Punkt. Aber ich kann es nicht, ich kann nicht widerstehen, noch einmal das super cool zu hören. Oder? Die schaue ich mir mal näher an. Das sind gute Jungs, die haben recht und so weiter und stattfindet. Dass man irgendeine coole, schlagfertige Antwort eben gibt, wo dann eben die Zuschauer sagen, ey, der Typ ist cool. Die schaue ich mir mal näher an. Das sind gute Jungs, die haben recht und so weiter und so fort. Das passiert natürlich, ihr wisst Bescheid, in den seltensten Fällen. Das passiert gar nicht. Ja, das ich wollte gerade sagen, bitte zeig jemand diesen Fall, bitte. Also ich erinnere mich nur auch an sowas hier, Axel, einen Moment. Ministerpräsident, soll mal in Bautzen auf die Platte kommen, wo montags unsere Mahnwache ist. Nee, da getraut er sich nicht, weil er so einen Schwanz hat. ich wüsste einfach nicht, welche Beispiele es da gibt. Dass jemand da weggegangen ist, hat gesagt, super cool. Er spricht sich hier ja auch selber. Er sagt ja eben totalitär, es wird keinen wie auch immer gearteten positiven Bericht geben. Wir können nichts dagegen tun. Ja, und jetzt plötzlich in den seltensten Fällen sagen die mal, ey, der ist ein cooler Typ, weil wir uns so geil und schlagfertig verhalten haben. Was denn jetzt, lieber Patrick? Was denn jetzt? Und selbst wenn es so ist, dass man jetzt eine gute Antwort gibt auf irgendeine Detailfrage, der Reporter hat immer den Vorteil mit 3 bis 4 Sekunden, so lange dauert nämlich eine typische Nachfrage, sofort wieder das Ding in eine andere Richtung zu lenken. Das ist immer der Riesenvorteil, wenn du der Fragesteller und nicht der Antwortgeber bist. Ihr kennt den Max-Damage-Effekt. Man macht einen Diss-Track, haut da 30 Vorwürfe rein und bis wir die alle beantwortet haben, dauert es eben 2,5 Stunden. Und das ist ein Riesenproblem und das muss auch klar sein, dass ihr nicht in fairer Ausgangslage seid. Deshalb sagt die Polizei immer, ich stelle hier die Fragen. So faire Ausgangslage, ich meine... Also, wie sollte es denn sonst laufen? Du kannst eine Presseerklärung rausgeben oder sonst, wie soll es denn sonst laufen? Das ist ja, wir sehen ja hier trotzdem ein verletztes Kind, immer noch mit Max Damage, ja, diesen Diss-Track, den es da gab, wo Patrick Schröder da auf unterschiedliche Arten und Weisen angegriffen wurde. Wir können das nicht verifizieren, was davon stimmte und was nicht. Ja, übrigens, war auf jeden Fall mit einem ganz schwerwiegenden Vorwurf, also der Max Damage, der Julian, den ich in die Szene gebracht habe, hat ihm dann gesagt, du wirst der nächste Axel Reitz, bald steigst du auch aus. Und das hat wahrscheinlich gesessen, hat aber ein Gutes für uns gehabt, weil seitdem schaut er wahrscheinlich gerne unsere Videos, um zu gucken, wie kann ich verhindern, dass ich so werde wie die. Ne?
Ja, und es ist alles so, so sehr einfach runtergebrochen. Ich würde dann noch vermischt mit Polizei. Ich stelle hier die Fragen. Du kannst genauso zur Polizei hingehen und Fragen stellen. Kannst da. Es kommt halt nur darauf an, Patrick, du gehst gleich mit dieser Anti-Haltung hin. All Cops are Bastards oder sonst was oder aus deinem Umfeld. Du siehst Polizei schon als Feind, die Staatsmacht, die repräsentiert einen Staat. Und dann ist die Kommunikation von Anfang an schon gestört. Ja, also wenn du sowieso schon mit Krawall losgehst oder dein Gegenüber nicht als gleichwertig oder als gleichwertigen Menschen ansiehst oder die Institution an sich herabwürdigst und nicht anerkennst, dann kann dabei gar nichts bei diesem Gespräch Gutes rauskommen. Es gibt ja noch zwei weitere Punkte. Die erste Frage, die man ihm dann stellen müsste, ist von wegen, würdest du es denn anders machen? Ja, würdest du nicht in eine Richtung leiten? Würdest du nicht Dinge vorwegnehmen? Weil nichts anderes macht er ja auch hier in seinen Videos. Jetzt kann er natürlich sagen, ich bin ja kein Medien, ne, trotzdem ist er ein Medium, ja, aber die andere Frage ist auch noch, warum differenziert er nicht, ja, auch wenn man sagt, klar gibt es Reporter, die haben eine Story im Kopf, die suchen sich dann die Aussagen raus, die sie auch so ein bisschen in die Richtung gelenkt haben, die passend ist, gibt es auch einfach viele Medienoutlets und viele Reporter, die einfach nur Stimmungen einfangen, die erstmal gar kein Bild im Kopf haben, sondern die einfach Nachrichten produzieren. Das ist ja der Unterschied zwischen Meinungsjournalismus, den er auch ganz massiv betreibt, und objektiver Vermittlung von Tatsachen. Wenn nun mal 90% der Leute da stehen und sagen, scheiß Presse auf die Fresse, dann ist das eben so. Dann ist das ein Fakt, den er einfach nicht sehen möchte, weil er die schönen Schilderungen haben möchte, wie er und andere, die eben ein bisschen produzieren können, dann dargestellt werden. Aber die Wahrheit ist eben größer als du und deine 5 Leute, die du geil findest, mein Freund. Das ist die Szene, die du selber so bezeichnest. So, Entschuldigung. Und zwar hat sie sich hier kurz YouTube aufgehängt bei mir. Entschuldigung. So. Was wäre ein Stream von uns ohne technische Probleme, aber es ist Gott sei Dank gelöst worden. Vielen lieben Dank an knapp 700 Zuschauer heute an einem Mittwochnachmittag, die mit uns hier diesen Input angucken. Und es ist bis jetzt, sagen wir ganz ehrlich, wir sind bei knapp 6 Minuten, das Video ist nach 8 Minuten 58, Axel. Hier ist noch nichts passiert, ne? Was irgendwie überhaupt irgendwas jemand mitnehmen könnte. Und so ähnlich müsst ihr euch das anschauen. Eigene Selbstbespiegelung. Es geht hier rum, dass er wieder über sich sein Lieblingsthema referiert. Ich weiß es, ich kann es, ich mache es, ich gebe allen den Tipp. Aber wirklich jetzt mal ganz, ganz unabhängig auch von unserer parteiischen Kommentierung, die ja auch parteiisch ist, keine Frage. Was hat er jetzt an objektiven Dingen den gar Leuten nix vermittelt, die so ein Video schauen? Null. Was sollen sie jetzt gut machen? Nichts. Ne? Nada. Muss man leider so sagen, da ist gar nichts bei rumgekommen. Ich habe es ja wirklich geguckt und ich habe gedacht, so Mindset, das ist zwar mir vorbeigekommen bei FSN bis jetzt, ich habe es mir dann wirklich heute Morgen reingeguckt, es lief nebenbei, ich habe ja mehrere Bildschirme, ne, habe das dann auf dem Bildschirm angemacht und ich versuche es ja auch dann zu gucken, okay, was ist die Botschaft da drin? Ne? Also es ist ja nicht, ich gehe natürlich mit einer gewissen Haltung daran, das ist kein Geheimnis. Aber das ist ja so teilweise, dass ich mich dann gefragt habe, so, das ist so, wenn ich dann so was konsumiere, wo ich sage, okay, es war nicht unterhaltsam, es war nicht sympathisch, es war kein Inhalt, wo ich dann sage, okay, da hätte ich auch einfach mich irgendwie berieseln lassen können von Musik und hätte mich viel mehr auf die Arbeit noch konzentrieren können. Und es kommen jetzt noch 2 Minuten, aber wir pfeifen uns das mal rein, Axel, gleich kommt's, sei gespannt, gleich kommt's. Es ist dann sehr komprimiert, aber jetzt wird's dann geballt. Auch im Verhör bei der Presse vorstellen. Um ein Beispiel zu geben, warum demonstrieren Sie heute? Wenn man jetzt auf irgendeiner Ukraine-Demo oder was weiß ich was ist, weil ich gegen die deutsche Beteiligung an Waffenlieferungen ins Ausland bin, aus fremden Konflikten sollte man sich raushalten, das ist nicht unsere Sache. Das wäre jetzt eigentlich eine gute Antwort. Ja, also. Aber dann brauche ich ja nur den Aufruf dieser Demonstration wiedergeben, dann brauche ich ja nur die eigene Motivation beleuchten, dann brauche ich nur das wiedergeben, was zig Redner, zig Blogger, zig Video-Content-Creator zu diesem Thema gesagt haben. Also diese 2 Sätze, weiß ich nicht, ist ja jetzt nicht so schwer, sich da was aus dem Ärmel zu schütteln, oder? Ja, und es ist auch wieder so einfach runtergebrochen, wenn dann nachgefragt wird, was dann, und sagt, ja gut, aber das ist ja nicht immer so eindimensional, eine Frage und ein Satz kontern und dann sagt auf einmal, der Journalist sagt so, das geht ja auch ganz oft um die Dinge davor, natürlich geht das auch, okay, warum sind Sie hier, und dann sagen, ja, ich bin gegen Waffenlieferungen, ja, wer will schon, dass Kriege stattfinden, das ist mir klar, aber wie positionieren Sie sich dazu, also sind Sie pro Putin, unterstützen Sie die Ukraine, was ist denn da los, ja, also er war jetzt im Shop von PC Records, ja, der Yves Rammel, der Neonazi da aus Chemnitz, der ist pro Ukraine, weil er da Kameraden hat, findet dann Russland scheiße, hat dafür
für die Ukraine gesammelt. Da unter den Kommentaren war dann Kacke. Das ist auch trotzdem irgendwie keine Anleitung. Das ist ja fast so ein hier drei Sätze lernen die mal auswendig und dann sagst du die, wo sie gar nicht passen oder so. Er geht ja auf die richtig Verhörfragen dann der Presse gar nicht ein. Also wenn ich jetzt so ein Interview führen würde mit irgend so einem dieser Anti-Ukraine-Unterstützungsdemonstranten aus der Neonazi-Szene, würde ich sagen, ja, aber euer Hauptaugenmerk ist doch Freiheit der Völker. Ihr wollt doch auch, dass die vermeintlichen Besatzer aus Deutschland verschwinden, dass niemand Fremdes über die nationalen Geschicke bestimmt. Genau das passiert jetzt in der Ukraine und jetzt haltet ihr euch raus. Wie war das denn nochmal von wegen No More Brothers Wars? Wir unterstützen uns gegenseitig, eine Allianz Europa der Vaterländer, eine Welt der Nationen. Hier wird ja eine Nation dann quasi in einen supranationalen Staat eurasisch dann Einfallalp von Putin. Wie passt das mit eurer Ideologie zusammen? Ja, da würden dann wahrscheinlich 99% stehen und... Ne, aber wirklich, also den Leuten zu sagen, du bist auf einer Demo, du musst das Demo-Motto wiedergeben können in die Kamera. Danke, Patrick, danke. Wäre wahrscheinlich keiner drauf gekommen. Ohne dich wüssten die Leute gar nicht, was sie sagen sollen. Ne? Das ist schon geil. Nachfrage vom Pressejung wäre zum Beispiel, also haben sie kein Problem damit, dass Putin einen Angriffskrieg führt. Und dann müsste man, wenn man jetzt darauf eingeht, schon wieder einen riesen Argumentationsstrang aufmachen, wo man quasi den ganzen Vorlauf des Ukraine-Kriegs aus irgendeiner Sicht dann eben erklärt. Ja, aber du gehst auf eine Demonstration, irgendjemand geht auf die Straße. Bist du jetzt dafür und sagst, ja, wir müssen der Ukraine helfen, wir sind pro Ukraine und wir müssen diesen Angriffskrieg, wir verurteilen den, oder bist du auf der anderen Seite? Dann kannst du dich doch dazu äußern. Du hast dich dazu entschieden, auf die Straße zu gehen für ein Motto. Ich habe mir damals auch ein Motto angeguckt. Ich habe bei weitem nicht so viele Demonstrationen wie du durch. Ich bin einfach überall mitgelatscht, wo es hieß, da ruft die NPD und freie Kräfte zu auf. Dann bin ich da hingefahren als junger Mann und habe mich damit hingestellt. Ja, aber jemand, der sich doch irgendwie dazu entscheidet, auf die Straße zu gehen, das ist doch völlig legitim, dann zu fragen, ja, wie stehen Sie zu den Dingen? Vor allem wäre ja auch diese Antwort legitim, die er jetzt in 20 Sekunden gegeben hat. Dann kann man ja sagen, das Thema ist so komplex, dass ich jetzt nicht runterbrechen kann, um Ihre Frage hier kurz und kompakt zu beantworten. Es hat eine Vorgeschichte. Meine generelle Position ist, ich möchte nicht, dass Deutschland in Konflikte verwickelt wird, weil ich Pazifist bin, weil ich bla bla bla. Dann hast du drei sympathische Sätze. Dann hat man den Leuten eine Antwort gegeben. Es geht ja nicht darum, dass er jetzt die weltanschaulichen Hintergründe seiner Unterstützung für Russland oder seiner Interpretation eines Konfliktes wiedergeben muss. Das verlangt aber von der Presse auch keiner. Das habe ich noch nie erlebt, dass da einer von der Presse steht und anfängt mit den Leuten dann auf Dozentenniveau so einen TED-Talk dann durchzugehen, der 5 Stunden dauert. Ja, und dann hier so drei Sätze mitgeben, so könntet ihr da antworten. Das ist ja fast so eine, das ist ja eine Anleitung für Doofe. Ja, und man muss die Welt nicht, den ganzen Konflikt, ja, selbst der Rechtsextremismus ist sich da ja nicht einig, wie sie zu diesem Konflikt stehen, welche Einigungen da sind oder sonst irgendwas, aber so eine Einleitung oder so eine Anleitung, hier diese drei Sätze und so könnte es gehen, und das ist ja nicht mal gut, das muss ich einfach auch mal sagen, aber Vor allem, ich weiß auch nicht, worauf er jetzt hinaus will, also ja, du bist auf einer Demo, dann könnte der ja nachfragen, dann ist es schwierig, was zu sagen. Jetzt bin ich mal auf die Auflösung gespannt. Was soll derjenige denn jetzt auf so eine Frage antworten, die dann die Presse stellen könnte? Axel, ich ganz kurzer Werbeblock, Leute, und zwar Matze, unser Mod, hat gerade daran erinnert, ihr könnt auch unter dem YouTube-Video, ist ein Link bei Amazon Smile, falls ihr bei Amazon bestellt, gehen 0,5% des Bestellwertes an den gemeinnützigen Verein. Euch kostet es nicht mehr und unterstützt damit die Arbeit. Dankeschön, Zeck Plus, wisst ihr, Philipp 10 könnt ihr da sparen. Dankeschön, Matthias Clemens, der das unterstützt mit Philipp 10. 10% Rabatt, alles um Eiweiß, Klamotten, Gesundheit und so weiter. Und wer gerne grillt, natürlich auch bei den Beef Bands, einfach mal Fleisch ausprobieren, das geht's. Und dann gibt es natürlich das Buch Hass macht Gewalt bei King of the Kongs, da gibt es alles Mögliche. Könnt ihr unterstützen. Dankeschön an alle Kanalmitglieder, Paten, Patreon und so weiter. Checkt bitte auch den Kanal vom lieben Axel aus dort. Könnt ihr auch eine Kanalmitgliedschaft hinterlassen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, den Axel supporten. Meldet euch bei ihm bei Real Axel Reitz bei Instagram und natürlich der Reizeffekt bei YouTube findet ihr alles. Dankeschön für diesen, dass ihr kurz durchhaltet bei diesem kurzen Werbeblock. Aber es war ja jetzt sehr viel Input mittlerweile von Patrick Schröder und da mussten wir einfach mal abschalten, weil jetzt geht es mit den Anleitungen weiter, wie man sich gegenüber dem Feind verhalten sollte mit ganz kurzen, sympathischen, schnellen Antworten. Und das ist natürlich quasi nicht machbar in der Kürze der Zeit. Also Merkel, Fragesteller, hat immer einen riesen Vorteil, deshalb schon mal scheiße. Und das muss jedem klar sein, der sich auf sowas einlässt. Man muss das quasi auf einem anderen Weg regeln. Was ist jetzt die Lösung der Problematik? Allgemeine Richtschnur muss sein,
den Fragesteller einfach verhöhnen, nicht ernst nehmen, lächerlich machen und das immer mit einem netten Grinsen im Gesicht. Also, die grundsätzliche Einstellung ist ja, dass wir den Fragesteller verhöhnen, lustig machen. Was war in noch einem drin? Video, in einem Video, wo es darum geht, sympathisch und cool rüberzukommen. Also das ist für ihn sympathisch und cool, den Fragesteller zu verhöhnen. Ja, warum denn nicht? Das ist doch die beste Herangehensweise. Ja, also ich wollte gerade sagen, wer hat nicht schon damit riesige Erfolge verbuchen können in der PR, in dem Verkauf? Also einfach mal den Fragesteller verhöhnen und Superpartner ist auch ein Riesenunterschied. Jetzt kommen aber ein paar Karlauer, jetzt kommen ein paar Schenkelklopfer, wie man auch lustig auf Fragen antworten kann. Also, wie gesagt, wir sind bei Minute 7, wir nähern uns gerade so langsam dem Input. Damit ist deutlich mehr gewonnen. Beispiele dazu. Warum sind Sie heute hier auf einer Demo besonders gut? Wegen den Bands. Also, dass man eine Witzantwort gibt, weil überhaupt keine Bands spielen. Naja, da soll sich jemand wegkringeln, ne? Da soll sich jemand sagen, boah, wie schlagfertig. Warum sind Sie hier heute bei dieser Demonstration? Ja, wegen den Bands. Und dann, ja, heute spielen wir gar keine Bands. Sehen Sie? Ja, ja. Hat das jetzt mal ganz neutral, bitte ganz neutral. Ganz wirklich, blendet das aus, es ist nicht Patrick Schröder hier gerade, sondern ist das, was wir vorhin hatten, dann bist du super cool. Ja, ich glaube auch, der würde sofort über Nacht zum TikTok-Star werden. Der würde geteilt werden, rauf und runter, allerdings als Meme und nicht, weil Leute sagen, boah, der ist ein geiler Typ. Aber das ist tatsächlich wirklich so Dinge, auf die dann 10 Leute abfahren, denen er es aber noch erklären muss. Ja, aber also das ist wird schon gebraucht, um den Leuten zu zeigen, das ist witzig, das ist schlagfertig, ach, guck mal. Ne, Axel, das ist der beste Handlungsstrang, den Patrick Schröder den Kameraden mitgeben will, wenn es um den Umgang mit Presse geht. Ja. Auf eine Frage einfach sinnlos antworten. Er hat im Grunde genommen ja aber auch schon hier komplett argumentativ kapituliert, indem er sagte, wir können ja da eh nicht gewinnen, der Fragesteller hat immer den Vorteil, das kann man dem nicht alles erklären. Deswegen versuchen wir gar nicht sachlich und vernünftig und sympathisch unsere Inhalte zu produzieren, sondern wir verhöhnen den Gegner. Ist natürlich auch ein super Anspruch, wenn ich dann irgendwie die Medien auch dann zur Transportation eigener Inhalte haben will. Weil wenn der dann 5 Leute hat, die dann so eine Scheiße antworten und ich würde dann wirklich, wenn ich so ein Video drehen würde, 5 so blöde Antworten einfach dann zeigen, würde sagen, ja, anscheinend hat keiner eine Ahnung, warum sie auf die Demo gehen, würde er sofort wieder sagen, guck mal, ich hab's euch gesagt, wie manipulativ die sind ja. Und wie die wieder hier parteiisch berichten. Jetzt zeigen die hier nur so Nonsens-Antworten, hör mal. Hätten sie mal mich gezeigt, ich hätte das gerockt. Ne? Also. Aber wie gesagt, jetzt kommen noch 1-2 Anleitungen, kommen noch. Anderes Beispiel, warum sind Sie heute hier? Ja, weil im Fernsehen nichts läuft, keine. Oh, boah, direkt noch Kritik an der Medienkultur Deutschlands geäußert. Dann würde ich direkt sagen, als Reporter haben Sie denn keinen Streamingdienst. Ne? Also, Alter, läuft nichts im Fernsehen, ja. Ja. Das zeigt auch, wie inhaltlich man dann dahinter steht. Ich bin jetzt einfach mal hier, weil andere Unterhaltungen waren nicht geil genug. Oh. Aber hätte man nicht hier sagen müssen, generell hätte man den Bildungsstand bei uns im Rechtsextremismus erhöhen müssen, dass einfach viel mehr Leute politisch antworten können auf die Themen, für die wir stehen und nicht einfach sagen, du wirst nach der Farbe des Himmels gefragt und sagst Schuh. Was weiß ich, so völlig aus dem Kontext, aus dem gar nichts heraus. Und es ist ja nicht mal lustig, es ist nicht mal suffisant, wenn ich da jemanden sehe, der mit so einer Hassfresse da rumläuft, so wie ich früher, und der dann so antwortet, das wirkt mega cringe. Das wirkt mega cringe, das ist... Vergesst doch nicht, 90% seiner Szene sind seine Worte, nicht meine, sind zu blöd dazu, vernünftige Antworten zu geben. Das heißt, der arme Mann, The Brain, muss natürlich dann mit den Leuten arbeiten, die er hat, und er hat es dann schon ganz realistisch eingeschätzt, dass die es gar nicht könnten. Der könnte ihnen jetzt 10 PR-Schulungen geben. Der könnte zu denen ich rhetorisch versierte Streiter für ihre Ideale machen. Die würden es trotzdem nicht hinbekommen, weil es aus sich selbst heraus... Und Axel, wenn du selber keine Leichtigkeit in dir hast, dann kannst du auch nicht sympathisch und eloquent und so rüberkommen, auch im Fernsehen. Ich selber tue mich ja auch die Dinge, die ich gucke, aber das sind so teilweise Rückmeldungen, es ist ja...
dass du einfach erst, seitdem ich eine gewisse Leichtigkeit habe und über mich selber auch lachen kann, dass du auch dementsprechend mit Leuten so kommunizieren kannst und einfach auch Spaß und das auch zugehen kannst, okay, ich bin in der Materie nicht so tief drin, immer wieder, wenn er kritisiert wird, ja, hier, davon hast du auch keine Ahnung, ja, ich setze mich hier nicht hin und ich sage, von habe allen eine Ahnung, aber ich versuche auch ein bisschen Humor, Witz und so dabei zu sein, aber wenn du den ganzen Tag mit Ansgar Arian durch die Gegend läufst und dir morgens irgendwie irgendeine Schrammel-Kombo reinhaust, die Stahl, Hass, Beton, Blut heißt, da kannst du nicht einfach süffisant, sympathisch dann in die Kamera lächeln und sagen, ja, ich bin hier, weil, was weiß ich, eine Argumentationskette und... Man kann es mit einem Satz auf den Punkt bringen, ja, Hass und Verbitterung sind niemals sympathisch. Punkt. Da kannst dich noch so vor die Kamera mit 5 einstudierten Sätzen hinsetzen und es ist einfach nichts. Und Axel, wir dürfen hier nicht vergessen, der Patrick hat diese Zettel schon umgeblättert. Da stehen mehrere Dinge drauf. Guck dir das Standbild an. Wir reden hier über ein Zettelsammelsurium. Nicht ein Zettel mit 3 Stichpunkten, sondern diese Sätze, die er jetzt hier raushaut, mit dem Fernsehen, es läuft nichts im Fernsehen und das steht auf diesem Zettel. Und er erwartet von jemandem, der auf dieser Demo ist, dass der das spontan irgendwie sympathisch einem Journalisten gegenüber raushauen kann. Er referiert hier über Schlagfertigkeit und diese wirklich, ja, Parolen für Doofe, die er jetzt hier aus dem Ärmel schüttelt, kann er sich nicht mal selber merken. Also ich weiß nicht, so ein gewisses Repertoire an 4, 5 Floskeln kann sich ja jeder antrainieren. Und er ist ja schon tief im Game drin. Er sieht sich ja nicht als Mitläufer, als einfacher Teilnehmer, der jetzt so eine Handreichung macht und so, okay, ich bin gestern gefragt worden, habe mir jetzt gerade mal schnell Gedanken gemacht und was aufgeschrieben. Er redet ja hier als ein über Jahre und Jahrzehnte aktiver Kader, der als Stichwortgeber und Medienaktivist gilt. Und dann kannst du dir für diesen Scheiß nicht mal irgendwie erlauben, dich hinzustellen, ohne dein Manuskript hier das runterzurotzen. Also ich weiß nicht, wenn du mir jetzt gesagt hättest, Axel, 8 Minuten lang erzählst du jetzt zum Thema Presse, was kann man besser machen, wie hat die Szene die eingeschätzt, das mache ich aus dem Stegreif. Ja, Axel, es tut mir leid. Axel, es tut mir leid, du frei referieren und 8 Minuten in einem Satz kriege ich gar nicht zusammen. Ich wüsste nicht, wie du... Der Preis muss stimmen. Ja, aber ich wüsste nicht, wie du sowas auf 8 Minuten runterbrechen solltest. Alles, geht als, guck dir mal ein Video an über die Reichsbürger. Da habe ich sogar geschafft, in 5 Minuten das ganze Thema zu erläutern. Na gut, Ausnahme. Also, hier kommt aber noch gleich ein gutes Beispiel. Pass auf, das ist wirklich, das ist unter dem Video im Original verlinkt. Für ein gutes Beispiel, wie man mit Medien, wie man mit Presse umgeht. Und da geht ganz neutral dran, nicht hier, das ist der Patrick oder ein anderer Protagonist gleich, sondern wir reden hier wirklich, das wird angesehen als gute Arbeit, wie man mit Journalisten umgeht. Also, kommt gleich. Einen Moment, Video habe ich auch runtergezogen. Ahnung, warum sind Sie heute her? Ich wollte unbedingt mal ins Fernsehen, kann man ja auch machen. Rechtfertigen Sie einen Angriff von Putin auf die Ukraine? Kann man zum Beispiel mit einer Gegenfrage antworten? Nö, aber ich mache gerade eine Insta-Story, wollen Sie mit drauf? Oh ja, also das ist so schlagfertig, so originell und wirklich auch so inhaltlich versiert. Also jeder, der diese Antworten sehen würde von 5 oder 10 Teilnehmern einer Veranstaltung, würde sich echt denken, was sind das für Typen? Denen geht es ja gar nicht um Inhalt. Was sind das für Leute, die hier Politik vertreten wollen? Axel. Da sieht man aber, der denkt ja nur in seinen eng gezogenen Szenegrenzen. Aber ja? Axel, der Patrick saß zu Hause, der hat einen Zettel genommen und hat dann gesagt, okay, wie könnten wir ganz schlagfertig auf eine Frage bei einer Demonstration antworten? Wie heißt da sein Kumpel nochmal? Anonymous? Ja? Hast du da eine Idee? Komm, lass uns mal brainstormen zusammen. Das heißt, der hat das, was hier kommt, das ist der beste geistige Erguss, der rausgekommen ist vor diesem Mindset-Video, ein Meilenstein, Mindset-Training in der Weitergabe von Fähigkeiten, von mentaler Leistungskraft. Das ist das Beste, was dabei rausgekommen ist. Gescriptet, Axel. Diese Antwort ist das, genau, ist, das genau. Ist der beste geistige Erguss von FSN-TV auf Antworten auf journalistische Fragen. Und es soll schlagfertig, sympathisch, cool, intelligent und hip wirken.
Also da muss man wirklich sagen, setzen sechs. Also selbst der, wenn man sagt so, okay, den Käse, den man erzählt, den kann man auch schön ausschmücken. Man kann ja sich irgendwie aus dem Ärmel schütteln und wirklich mal einen raushauen, ein Gag-Feuerwerk, ne, Stand-Up-Comedian, ja, oder Roast-Battle-mäßig, ne, dass man sagt so, hier, Poetry-Slam, ich habe jetzt hier wirklich einen abgeliefert, ne, von der Intention, vom Auftreten, von der Charismatik her. Aber der steht da, das ist wirklich so, so, ja, 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 das kann man dann sagen, ja. Ne, super cool. Und merkt, also wirklich so drei Sätze kann er sich nicht auswendig merken. Also das ist schon sehr selbstentlarvend. Ne? Ja, jemand hat es gerade geschrieben, Anonymer hat geschrieben, ist doch tröstlich, wenn so einer die geistige Elite der Rechten ist. Ja, das ist tröstlich. Das ist so. Das Musterbeispiel dahin, in dieser Richtung, war natürlich Lutz Bachmann damals, der von Kontraste gefragt wurde, wie er zu Walter Lübcke zum Mord steht. Und er fragte, haben Sie... Dieses Grinsen, nur dass wir das einordnen hier. Dieses Grinsen, das wir hier einordnen. Walter Lübcke ist erschossen worden von Stefan Ernst, der verurteilt worden ist wegen Mordes. Der ist gestorben, ne, dieser Mann. Ne? Das ist ein realer Mensch, über den wir hier sprechen. Und der Patrick kommt kaum aus dem Grinsen raus. Muss man dazu sagen, ist nicht gestorben in einer Auseinandersetzung. Nein, er wurde ermordet. Es ist ein eiskalter Mord. Genau. Wegen seiner politischen Ansichten, die er vertreten hat. Ja? Weil er eine Politik betrieben hat, die diesen Menschen als Feindbild gilt, ja, dafür wurde er ermordet. Und jeder Mensch, der auch nur einen Funken Anstand im Leib hat, ja, ob man mit den politischen Zielen Walter Lübkes mitgeht oder nicht, hätte sagen müssen, ich verurteile diesen Mord. Punkt. Mehr hätte man nicht sagen brauchen. Und wer das nicht kann, der Axel, ist moralisch wirklich abgrundtief verkommen. Das kann man nicht anders sagen. Axel, das jetzt er selber redet hier von Sympathie. Einen Tag später, nachdem es einen Angriff von Rechtsextremisten hier aus der Nähe auf mich und meine Frau gegeben hat, hat er nichts zu tun gehabt, als mich darzustellen, dass ich dann da in der Kneipe Fotze gesagt habe. Ist mir doch scheißegal. Das hat er abgefallen, redet immer von Sympathie und wir müssen uns neu erfinden und so weiter. Über den Mann, egal, ich gönne ihm eine Veränderung, trotzdem ist für mich völlig in Ordnung. Ich war selber ein verblendeter Gewalttäter, ein richtiger Bastardmensch und auch er hat das Recht dazu. Aber hier, das ist immer so entlarvend. Wir reden über jemanden, ja, und dann dieses Grinsen. Das Einzige, worum es geht, ja, bei Walter Lübcke ging es dann darum, der Lutz Bachmann, ganz tolles Video da aufgenommen. Das Video ist gleich, ist ekelhaft. Es ist ekelhaft. Und die halten dieses Video, das ich euch gleich zeige, hält ein Patrick Schröder für das beste Beispiel, was es gibt und den Umgang mit Medien, wenn ein Lutz Bachmann gefragt wird zu einem Mord, der geschehen ist. Nur, dass wir das hier im Hinterkopf, behalten. Eine Schere und das dann eben durchzieht bis zum bitteren Ende. Auf solche Fragen könnt ihr nicht gewinnen und dann muss halt eben der Humor regeln. Warte, ich... Aber es geht ja nicht um Gewinnen. Was hat denn das mit Gewinnen zu tun? Selbst wenn eine Intention da war, eines parteiischen Journalisten zu sagen, den Bachmann über fünf Ecken mache ich den mit seiner Hetze verantwortlich für den Mord an Walter Lübcke. Selbst dann hätte man den Wind aus den Segeln nehmen können und für sich selber sagen können, von wegen diesen Mord verurteile ich. Diesen Mord halte ich für ein ganz schlimmes Zeichen. Punkt. Da gibt es auch nichts rumzudiskutieren oder irgendwie dann noch dann, ja, da kann der nicht gewinnen, ne? Hat der den also ekelhaft, wirklich ja. Ekelhaft. Genau so einfach ist es. Wir reden da echt über ekelhaft. Ich weiß nicht, ob bei YouTube der Chat hängt. Einen Moment. Okay, also, er gibt, glaube ich, noch einen kurzen Input zu dem Lutz-Bachmann-Video. Ich habe das hier gleich, wir können uns das gleich angucken, damit ihr wisst, wie cool das dann war. Und guter Humor zieht immer, ihr habt es ja auch bei der Kontrast der Reporterin gesehen, bei Lutz-Bachmann, ich verlinke das Video vielleicht sogar mal. Guter Humor, pass auf, Axel, ich kann hier einfach nicht aufhören, weil der Bachmann wird gefragt, wie er zu diesem Mord steht und dann wird da mit Humor ganz lustig darauf geantwortet, dass er sagt, haben Sie mal eine Schere, da kommen wir gleich zu. Ja, das und er behauptet jetzt, die Journalistin hat das fast mit abgefeiert, hat auch gelacht. Wenn ihr das Video nachher guckt, dann müsst ihr sehen, die Journalistin lacht, weil sie denkt, der ist geistig behindert oder der geistigen Schaden, es tut mir leid, ich weiß nicht, sagt man, aber ja, also dass der einen Schaden hat. Ja, wie da auch die Selbstwarnung ist, wie toll der das angeblich gemacht hat. Dankeschön, Marco, dankeschön, Ehre. Wollen wir das Video jetzt angucken oder wollen wir erst dieses beenden? Erst dieses beenden, oder? Ja, ne? Reicht dann auch.
Die hat sogar selber lachen müssen, weil sie es eigentlich witzig fand und guter Humor. Das ist eine Unterstellung und das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Guckt euch das nachher selber an. Man sieht immer auch bei Leuten, die außerhalb der Bubble bei uns jetzt unterwegs sind. Und von dem her, das ist eine ganz gute Nummer, um das zu regeln. Und da könnt ihr euch, seid kreativ, überlegt euch ein paar Antworten. Man kann ja da universell einsetzbar sein. Wenn jetzt hier ich gefragt werde, ja, einer ihrer Anhänger hat einen deutschen Gruß irgendwo gezeigt, dann sage ich zu denen, ja, das kann eigentlich gar nicht sein. Haben Sie das Nummernschild notiert? Weil hier der Anhänger fürs Auto und so als. Oh, Witze! Witze erklären! Axel, Witze erklären ist schon mal. Das ist so der ultimative Eingeständnis, dass man keinen Humor hat. Witze erklären, also wirklich so. Ja, mein. Vor allem seine Anhänger. Was für Anhänger hast du denn, du Typ? Ey? Ne? Also, Ich habe das schon immer gesagt. Wer Witze erklärt. Der hat entweder kein Talent fürs lustig sein und witzig zu sein oder Witze zu erzählen oder umgibt sich mit Menschen, die einfach humorfrei sind. Ja, das sind ganz einfache Dinge, wo man es runterbrechen kann. Aber wie er sich selber feiert von hier, da der Mord, Lutz Bachmann und jetzt meine Anhänger. Ich bin der Geilste. Also Axel, Axel, das ist ganz neu rausgekommen. Ne? Das ist hier nicht irgendwie aus so aus einer Telegram-Gruppe geheim geleakt worden oder so. Das ist selber ins Internet gestellt worden. Das ist ins Internet gestellt worden bei YouTube. Und da hat er gesagt, hier, Anleitung, Leute, 8 Minuten 0,0 Input. Ich muss tatsächlich sagen, also wenn Leute auch dann fragen, also der ist mir hoch unsympathisch, der Kerl. Ja? Also früher hätte ich gesagt, mal ganz schlagfertig jetzt, wenn der brennt, würde ich nicht auf ihn pissen. Ne? Aber heute muss ich wirklich sagen, ich hege keinen Groll gegen den, der tut mir einfach leid. Habe ich auch vorher gesagt. Habe ich in den Chat reingeschrieben. Ich habe auch in den Chat, bevor der Stream losging, habe ich auch reingeschrieben. Ich sage, der tut mir leid. Der tut mir leid. Ich würde mir wirklich wünschen, und das meine ich jetzt ohne jede Polemik oder jede Häme, dass der wirklich die Hilfe bekommt, die er braucht. Weil da liegen so viele Dinge im Argen. Bei mir lagen die auch im Argen. Ich habe auch viel Hilfe gebraucht und bekommen. Ja, ich weiß, wie schwer das sein kann, das eigene Ego auf den Prüfstand zu stellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der mit seinen Anlagen, die er hat, ein vernünftiges, ein normales Leben führen kann, in dem er glücklich sein kann. Aber das, was der jetzt macht, das ist einfach wirklich selbstzerstörerisch. Und das ist wirklich einfach eine Sache, wo man sagen kann, Alter, da kann man auch mal drüber lachen, aber im Grunde genommen, der steht ja wirklich dahinter und nimmt das ernst, was er da erzählt. Der glaubt ja wirklich, der wäre hier ein geiler Typ, der hätte Ahnung, der hätte voll die Schlagfertigkeit drauf. Der würde in jeder normalen Diskussion, ja, unter normalen Umständen vollkommen untergehen und sich so der Lächerlichkeit preisgeben. Der müsste uns wirklich dankbar sein, dass wir sein Betteln nach einer Diskussion nicht annehmen, weil das wäre eine Totalzerstörung für diesen Mann. Wirklich. Und es wird ja leider, es wird uns ja relativ viel ja zugetragen, auch aus dem privaten Umfeld. Ich weiß, wie der Patrick reagiert hat, wo das mir und meiner Frau passiert. Das sagt viel über ihn als Menschen aus, wie er das feiert, wenn Menschen angegriffen werden. Das Gejammer ist groß, wenn es dann, wir machen hier keinen Aufruf zur Gewalt von irgendwelchen Gruppen aus dem Linksextremismus oder sonst wo oder aus was weiß ich, Feindbildern, die er hat von jungen Migranten, die sagen, die sollen den Patrick da in Weiden, keine Ahnung, oder sonst wo in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen, ich will jetzt gar nicht so viel liegen, scheiß drauf. Ja, das ist aber der große Unterschied. Oh, meine Wasserflasche ist runter. Das ist der große Unterschied, dass es nicht darum geht, dass wir ihn nicht als Mensch angreifen wollen. Ich möchte auch genauso, dass er nicht angegriffen wird. Aber das ist genau das, was hier gezeigt wird. Es ist einfach, es ist selbstentlarvend. Es ist selbstentlarvend, ja, es ist nicht lustig und es ist inhaltlich null. Ich würde es genauso verurteilen, wenn er überfallen wird, ja, würde ich es genauso verurteilen, wenn sich irgendwelche Linksextremen hinstellen und darüber abfeiern würden. Würde ich auch sagen, nee, auch der ist ein Mensch, ja, deswegen immer Schlagwort, liebe Leute, gegen den Extremismus, nicht gegen den Extremisten. Er denkt, er wäre Mensch, weil er Extremist ist, aber wir wissen, wenn ein Extremismus los wird, dann bleibt was Positives übrig, deswegen gibt dir einen Ruck. Lass den Scheiß einfach sein. Und alle anderen auch. Alle anderen auch. Wie gesagt, wir machen die erste Handreichung und können mit Sicherheit da ein Ausstiegsprogramm vermitteln. Da kann man nachher auch wieder ehrlich lachen. Das ist die große Veränderung, die ich auch geschafft habe, heute wieder herzlich lachen zu können mit Freunden. Ich kann sehr, sehr gut über mich selber lachen. Wirklich, also das kann ich sehr, sehr gut. Das ist auch eine Fähigkeit, die mir abgegangen ist nachher später als Hardcore-Gewalttäter und als Rechtsextremist. Das war ein verbittertes Leben. Aber ich versuche jetzt mal hier das weiterzulaufen. Dann kommen wir gleich zu dem Lutz-Bachmann-Video. Und das wird, Axel, das ist, wie gesagt, der beste Umgang mit der Presse. Kleinen Witz und so, ja. Zwei, drei coole Antworten überlegen. Seid kreativ und dann koffert ihr beim nächsten Mal der Lügenpresse schön eins ins Regal. Damit bin ich raus heute.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne Kommentare ins Video hauen, teilen, liken, das übliche, Glocke aktivieren. Wir sehen uns demnächst beim nächsten Mindset. Ich hoffe, dass es vielleicht nicht ganz so lange dauert. Ansonsten, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Also Mr. Unkreativ fordert andere zum Kreativwerden auf. Hat auch Geschmäckle, finde ich. Ne? Das, Axel, das ist ein Mindset-Video. Das könnte man wirklich auf dem Gymnasium Schülern zeigen oder sonst was und sagen, okay, was nimmt man davon mit oder sonst was? Das ist, boah. Aber ich würde jetzt das Lutz Bachmann-Video, ich möchte es euch nicht vorenthalten. Einen Moment. Erstmal das hier. Die Volksgrabenwochen, die Aufstände stark macht, vom Trainer, dem Volkslehrer mit goldener Habra. Ich kann nicht widerstehen, weil das Video gerade hier aufgepoppt loppt ist. So. Dürfen wir Sie was fragen? Wir sind von. So, einen Moment. So, dann muss ich Axel wieder ins Bild bringen. So, läuft wieder alles. Vielen Dank fürs kurze Warten. Einen Moment. So, okay. So, also, ist von. Stand es da eben schon, da oben steht es, ist das von Kontraste? Ja, Kontraste, ganz oben steht es. Lutz Bachmann, kurzer Input, ja, wurde auch mal ausgezeichnet, ne, bei der Oder-Katastrophe, die war ja auch bei der Flutkatastrophe, ne, wurde er sogar mal ausgezeichnet, weil er so was organisiert hatte, schnelle Hilfe unten in Sachsen, ist dann aber relativ schnell auch zu Pegida gekommen, sind ja auch Bilder von ihm von früher aufgetaucht, ne, wo man ihn dann auch so mit Hitlerbärtchen und so gesehen hat und so weiter, ne? Obwohl man da sagen muss, das war tatsächlich wirklich so eine besoffene Video, wo man sagt, ich mal mir mal ein Hitlerbildchen. Das würde ich jetzt gar nicht so hart bewerten, aber was er danach mit Pegida gemacht hat, ja, und auch seine gesamte Vita. Mann ist mehrfach verurteilter Straftäter, ja, der dann mit Pegida wirklich für sich ein Vehikel gefunden hat, wo er sich jetzt sein Leben auf Teneriffa mitfinanziert hat. Das sagt auch schon viel über ihn und sein Umfeld aus. Ne? Ja, also kann sich jeder selber mit beschäftigen bei Wikipedia. Ich will es jetzt hier nicht in die Länge ziehen. Wie gesagt, das ist laut Patrick Schröder eines der besten Videos, wie man mit Presse umgehen sollte. Und ich lasse es einfach mal ein Stück laufen. Dürfen wir Sie was fragen? Wir sind von der ARD Kontraste. Was sagen Sie denn zu dem Mord an Herrn Lübcke, dem Politiker, durch Herrn Rechtsextrem? Was sagen Sie zu dem Mord an Lübcke? Beurteilen Sie den Mord durch einen Rechtsextrem? Haben Sie eine Schere? Nee, ich frage Sie, ob Sie den Mord an Lübcke verurteilen. Super sympathisch, wie er einfach nicht drauf reagiert, einfach. Und er ist der Sprecher, er war der Sprecher dieser Vereinigung. Ist er doch noch, die gibt's doch noch, der ist da nach wie vor Pegida-Sprecher. Aber dann hast du doch deine Position, man will doch Aufmerksamkeit eigentlich. Er wird hier gefragt, da kann man doch auch was zu sagen. Es ist fürchterlich, dass hier ein Mensch gestorben ist. Auch das wollen wir nicht, dass Menschen getötet werden, egal ob die meiner politischen Ausrichtung zugehören oder nicht, ob das mein politischer... Philipp, ganz ehrlich, du könntest sogar politisch das Ding für dich noch instrumentalisieren. Also wenn ich damals gefragt worden wäre, ja, hätte ich gesagt von wegen, schauen Sie mal, dass sowas passiert, ist irrsinnig schlimm und dramatisch. Ich versuche sowas zu verhindern, indem meine Politik durchgesetzt wird, dass eben solche Radikalisierungen bei Verfolgten nicht aufkommen oder die Leute so denken, dass die Politik nicht anders zu ändern sind, als zu schlimmen Gewalttaten zu greifen. Er hätte verurteilen können, der will einfach Axel, nicht. Egal was, aber das ist doch nicht... Finde ich mies. Axel, ich stelle jetzt noch mal die Frage, wie sympathisch auf der Skala von 1 bis 2 ist hier der Lutz Bachmann? Minus 12, mindestens. Ja, Leute im Chat, wie sympathisch kommt das jetzt hier rüber? Das ist das, was Patrick Schröder als das Meisterstück im Umgang mit der Presse ansieht. Das hier, Axel! Teil. Das ist ja schlecht. Keine Schere? Irgendein kleines Messer oder so? Was sagen Sie denn dazu, dass auf der Pegida-Seite Leute schreiben, ihre Anhänger einen Müllsack sei für Lübcke noch zu schaden? Sie haben wirklich keine Schere dabei? Wollen Sie mich jetzt verarschen oder was? Ich rede gerade über einen Mordfall mit Ihnen. Sie haben angefangen damit, mich zu verarschen. Wie amüsiert sie ist, wie geil sie das eigentlich fand, wie der Schröder es dargestellt hat. Ja. Und voll Ablaber, das ist so originell und so hip, so cool, so sympathisch. Axel. Mein Mindset-Video, so sollt ihr alle sein. Also ganz ehrlich, hat der das Video überhaupt gesehen oder hat er sich erzählen lassen von einem seiner Kumpane, das war ein geiler Auftritt und hat das gar nicht angeguckt? Weil dann muss man wirklich sagen, wenn er dieses Video gesehen hat und das dann auch so abfeiert mit seiner Grinsebacke. Axel, geil, dieser Vorwurf, dieser,
dieser Vorwurf, die Journalistin kommt und sagt, was sagen Sie dazu, dass Rechtsextremisten und unter Pegida wurde dann gepostet, man sollte noch den blauen Müllsack stopfen oder sonst irgendwas. Wir reden über jemanden, der getötet wurde, ermordet wurde. Ja, und das alles, was der zu tun hat, zu sagen, sie haben noch mit der Verarsche angefangen. Sie hat eine Frage gestellt. Sie hat ihn gefragt, und wie stehen Sie dazu, was sagen Sie dazu oder sonst was? Hier ist nichts unterstellt worden oder sonst irgendwas, sondern sie sagt, unter ihrem Post bei Pegida wurde das und das gepostet. Und das ist der beste Auftritt. Aber ich würde es noch mal kurz laufen lassen. Wartet einen Moment. Also haben Sie jetzt eine Schere oder nicht? Haben Sie eine Schere oder nicht? Ich rede mit Ihnen über einen Mord an einem Politiker. Haben Sie eine Schere? Ich rede über eine Schere. Ah, ich hab's hinbekommen. So, jetzt passt auf, Leute. Und zwar meint der Patrick wahrscheinlich diese Stelle hier, wo die Journalistin sagt, weißt du, also das musst du erstmal so interpretieren, dass sie da über den Lutz Bachmann dann lacht. Ah, ich hab's hinbekommen, Mann. Warte. Da willst du mich zu verarschen. Es geht also um einen Mord an einem Politiker. Haben Sie eine Schere oder nicht? Ich rede mit Ihnen über einen Mord an einem Politiker. Haben Sie eine Schere? Ich rede über eine Schere. Nein, das wird aber interpretiert als da hat die Journalistin gelacht. Das ist ein Ausstoß. Das ist wie kann jemand bei so einer Frage, der sich selber als den Kopf dieser Bewegung darstellt und so weiter und eigentlich dann ja für Presse zuständig ist oder sonst irgendwas, so ein Umgang. Das ist die beste Anleitung, die Patrick Schröder aus dem Bereich Rechtsextremismus gefunden hat, wie man mit Presse umgeht. Das ist. Aber ganz ehrlich, seien wir froh, dass die Leute wirklich so in ihrer eigenen Wahnvorstellung gefangen sind, dass sie jedweden Bezug zur Realität verloren haben. Auch wirklich, das wissen wir, es gibt leider klügere Rechtsextremisten, klügere Rechtspopulisten, die mit solchen Fragen geschickt umgehen, die ins Gegenteil verkehren, die daraus politisch Kapital schlagen. Aber was der Bachmann hier machen und was der Schröder hier abgeben, das ist eine komplette politische Bankrotterklärung. Ja. Und einfach Menschenfeinde. Sie sind Menschenfeinde. Ja, genau. Es ist wirklich, ist das eine Sache. Jeder, der auch wirklich ein Interesse daran hätte, seine Politik als Idealbild umzusetzen, würde trotzdem sagen, da ist ein Mord stattgefunden, da ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wenn solche Kommentare auf meiner Seite zu finden sind, schäme ich mich dafür. Und wenn er behauptet hätte, das sind Provokateure, meine Leute würden sowas nie behaupten, die verurteilen das. Aber gar nicht drauf einzugehen, quasi ja einen auf, was interessiert mich das denn zu machen, ist auch ein charakterliches. Axel, irgendjemand schreibt jetzt gerade, ja, das mit dem Lachen ist ziemlich am Anfang. Keiner hat das hier so verstanden. Keiner. Selbst wenn Patrick Schröder da jetzt auf Sekunde 12 spult, ist die Journalistin ist hier einfach nur erschrocken über so, wie jemand über so eine Frage umgeht damit. Ja. Das zu Recht. Das hat auch nichts mit Lügenpresse oder Tendenzpresse zu tun. Hier ist eine objektive Frage gestellt worden. Hier ist in den Dialog gegangen. Hier ist nicht vorverurteilt worden. Und der reagiert dann wirklich auf diese Art und Weise. Also echt bezeichnend, beschämend, aber dass er so reagiert, weil da sieht man direkt, was für Typen man da zu tun hat. Ne? Ja, so einfach ist es. So einfach ist es. Ich würde es noch laufen lassen. Weil, falls jemand denkt, dass da kommt noch richtig großes Kino, das war's. Das war der journalistische, professionelle Umgang, den Patrick Schröder sich wünscht. Ah, ich hab's hinbekommen, Mann. Jetzt haben Sie es ja geklärt mit der Schere. Kann ich Sie jetzt fragen? Ja, immer noch nicht ganz. Vielleicht haben Sie doch mal irgendwas eingestellt. Können Sie mal stehen bleiben? Oder fragen Sie mal einen von Ihren Spezialisten. Jetzt habe ich's. Ein Traum. Was sagen Sie zu dem Mordfall? Können Sie es mal kurz halten? Nee. Ach, ist ja schade. Dann muss ich weg. Deutschland Zukunft versammelt sich. Da sehen wir Deutschland Zukunft. Das ist die beste Szene, die Patrick Schröder sich vorstellen kann im Umgang mit Journalisten.
Weißt du, was mir so als Gedanke kommt? Ich würde diese Videos gerne mal dem Ketzer der Neuzeit zeigen und gucken, wie er darauf reagiert. Ne? Der hält sich ja auch für so unglaublich originell und stellt gerne Suggestivfragen. Dem würde ich gerne mal solche Dinge zeigen und fragen, okay, wie sollte man Leute bewerten, die auf eine solche Frage derart reagieren? Oder vorschlagen, das als PR-Strategie zu benutzen. Ne? Also ganz ehrlich, aber das ist so selbstbezeichnend. Mir fehlen da echt so ein bisschen die Worte, weil dass der Bachmann sich da wie eine offene Hose verhält, okay, kann man sagen, der Typ, der ist ein Rüpel, der hat schon ganz andere Sachen rausgehauen, wer Demos veranstaltet, auf denen Politikern der Tod gewünscht wird, mit Galgenmännchen und so weiter und so fort, da weiß man eh schon Bescheid. Aber dass sich dann ein Patrick Schröder hinstellt und das abfeiert, ja, wirklich ja, ja, abfeiert und das als absolutes Musterbeispiel bezeichnet, wie man sich den Medien gegenüber zu verhalten hat, das ist noch viel mehr bezeichnender. Also ich habe tatsächlich The Brain bei aller Komik auch mit seinem Spitznamen, den er von mir bekommen hat, echt für klüger gehalten, als so eine Grütze noch wirklich zu verbreiten. Also das zeigt schon, ideologisch liegt der Mann auch in den letzten Zügen. Dann freue ich mich auf jeden Fall, Axel, dass es dir gefallen hat. Ich würde mich jetzt verabschieden. Ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel. Checkt auch den Kanal vom Axel Reitz aus. Der Reitzeffekt. 19 Uhr Livestream, seid dabei, wenn ihr nicht genug bekommen könnt. Ansonsten schaltet einfach ab, auch kein Problem. Ich sehe gerade mich. Marisa geht raus mit den Hunden. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Auch Patrick Schöne kann sich verändern und alle anderen dürfen sich auch verändern. Kommt zurück und dann wartet auf zumindest ein glücklicheres Leben und ihr müsst eure Witze vielleicht auch in Zukunft nicht mehr erklären. Axel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Dankeschön an alle, die das hier unterstützen, egal auf welche Art und Weise. Ich bedanke mich und ich verbleibe wie immer mit einem.